Herzlich willkommen bei GVestor, hier wieder von der PDAC 2017 in Toronto. Ja, der zweite Messetag läuft und ich war wieder aktiv, bin durch die Messehallen gelaufen und habe schon mit einigen Firmen gesprochen. Das Spannende dabei, was immer wieder passiert bei solchen Messen, man trifft alte Bekannte und ich habe Dan getroffen, Dan Gibbons aus Vancouver. Den kenne ich schon mittlerweile seit 9 Jahren. Er hat die Rohstoffmärkte und die Rohstoffhosse und die Rohstoffbässe mitgemacht. Er war 4 Jahre nicht in dieser Branche tätig. Jetzt ist er wieder dabei als IR-Mann bei einer Kupferfirma. Und er sagte ganz klar, die letzten Jahre waren für ihn auch nicht einfach. Denn was immer wieder passiert in diesen Phasen von Boom und von eher schwächeren Phasen ist einfach, dass unglaublich große Mengen an Personal abgebaut und wieder aufgebaut werden. Und da hat er halt ein bisschen Pech gehabt, aber jetzt ist er mit dabei und er sagt, insgesamt auch bei seinen Freunden und Bekannten aus der Branche hat sich sehr viel wieder getan. Die Firma, für die er arbeitet, hat noch Luft nach oben im Kupferbereich. Es ist manchmal nicht so einfach, denn die Firmen hängen sehr, sehr stark am Kupferpreis und die Produktionskosten bei seiner Firma sind relativ hoch, sodass die Gewinnmarge in letzter Zeit etwas runtergekommen ist. Hinter mir sehen Sie jetzt den Nordteil des Messegeländes. Hier sind eher die Technikunternehmen zu sehen, das heißt die Firmen, die beispielsweise Bergbautechnik anbieten, aber auch Länder, die ihre Möglichkeiten für die Bergbauindustrie vorstellen. Und genau hier werde ich gleich auch noch mal genauer hinschauen. Hier ist auch ein großer Stand unter dem Motto Made in Germany, wo sich deutsche Technologie vorstellt. Und dort wird sicherlich auch das eine oder andere zu sehen sein. Das soll es schon gewesen sein mit dem kurzen Update, was heute los ist auf der Messe. Aber Sie können sicher sein, ich bin gleich weiter für Sie unterwegs. Und dann gibt es weitere Infos hier aus Toronto von der PDAC 2017.